So, zwei Folgen ein bisschen später, die Party hat doch ein bisschen länger gedauert. Können wir jetzt endlich doch mal anfangen, die Galaxie zu retten? Und ich fange am besten meinen ersten Arbeitstag wieder damit an, Mail zu lesen. Ah, keine neuen Nachrichten. Schade. Und hat die noch einen Kommentar? Commander? Ja, okay, prächtig. Gut, kein Kommentar. Das heißt, wir können. Das heißt, wir können eigentlich was? Ja, Zitadelle, bla 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 bla. Wir wollen da garantiert nicht mehr andocken, weil da waren wir ja gerade lang genug, haben genug Zeit verschwendet. Ja, die Galaxie steht auch in Flammen. Herzlichen Glückwunsch aber auch. Nee, warum Zuflucht untersuchen? War das die Zuflucht? Was? Was war denn das für eine Mission? Moment, jetzt muss ich nur. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Weil eigentlich war doch. Ja, laut der Nebenmission Priorität Horizon, ne? Ist ja bloß nur die Zuflucht Horizon. Achso, da will ich jetzt nächstes nach Horizon? Ja, warum wieso, als würde ich woanders hinfliegen? Aber, ja gut, ich könnte auf der. Ich glaube, ich habe sogar noch ein bisschen was rumliegen, was ich auf das da abliefern kann, aber ich mach's nicht, weil das. Zieht das Cerberus-Verschlüsselung? Ja gut, das ist, ja gut. Also ich kann sowieso gerade nichts anderes mehr machen, außer da wirklich hinzufliegen. So, jetzt übrigens nach zwei Folgen, wo ich eigentlich nur Dialoge durchgeklickt habe, muss ich jetzt tatsächlich mal wieder was machen. Das wird wahrscheinlich gar nicht so einfach. Ach, ich erinnere mich auch wieder, was wir machen wollen. Wir wollen ja das Proteaner Datenlaufwerk zurückbringen, oder was auch immer. Also hier halt das Dingsbums da, was wir da gefunden haben und so. Hohe Eisen untersuchen, genau. Können wir ja die über 6 kennen? Ära. Das wäre total toll. Horizon ist eine gemäßigte Welt, die auf das Leben auf Kohlenstoffbasis geradezu ideal ist. Ihre Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre wird durch Unmengen von Pflanzenbakterien aufrechterhalten, der Boden ist kompatibel mit der Vegetation der Erde und deswegen hat sich ja auch eine Gemeinschaft von Menschen zusammengefunden. Die Population von Horizon schwankt stark. Bei einem Kollektorenangriff zu. Ach, war ich doch schon mal. 2185 gab es massiven Verlust, aber seit Beginn der Hyperinvasion strömen zahlreiche Flüchtlinge hierher. Da viele illegal landen, lässt sich die Bevölkerung nicht korrekt ermitteln. Zahlreiche Kolonisten lehnen die Neuankömmlinge ab, andere sehen darin eine neue Aufgabe für Horizon. Die Werbung für die Zuflucht, das größte Flüchtlingszentrum des Planeten, ist galaxieweit zu sehen. Aha. Naja, das ist aber eine riesengroße Zuflucht zu haben, das kann ja eigentlich auf Dauer auch nicht so gut sein, ne? So, warte mal, wir nehmen mal eigentlich heute mit. Leerbar wie immer und. Ja, schon lange nicht mehr mit bei. Ach, komm, nehmen wir mal wieder Garrus mit, wa? Wo brauche ich einen Techniker? Nee, ich glaube, ich brauche eher einen Tank. Nehmen wir Garrus mit. Ja, doch, Garrus tut das. Der schafft das schon. So, habe ich jetzt eigentlich irgendwelche tollen Level gekriegt? Für das ganze Elend hier? Meine Waffen? Ja, daran dürfte sich eigentlich nichts geändert haben. Nee, das passt noch anders. Nicht selber hab. Ach ja, genau, ich hab auf Scharfschützengewehr verzichtet. Da muss ich eigentlich nochmal gucken, wie gut das klappt jetzt in einer normalen Mission. Weil dieses komische Maschinengewehr ist schon ziemlich leistungsfähig, aber. Ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Nichts. Edi, die Zuflucht sollte Flüchtlingen aus von Reapern kontrollierten Systemen helfen. Die Anlage ging vor kurzem offline und seitdem besteht keinerlei Kontakt mehr. Es ist unklar, warum Kai Lang oder Cerberus daran interessiert sein könnten. Das wollen wir mal rausfinden, wa? Wenn etwas auf Cerberus hindeutet, finden wir es. Ma'am, ich empfange ein schwaches Signal aus der Anlage. Ich versuche es zu verstärken. Sei schon mal so alt aus? Lawson? Oriana? Das ist Mirandas Schwester. Ah, das ist ein Kampfname, wie so bekannt war. Muss Miranda auch da sein. Ach, Gottchen. Verbindung zu Cerberus. Nähern uns der Landezone. Die Zuflucht ist nicht das, was ich. Ach, hier rekrutieren ja also ihre Soldaten hier aus der Zuflucht. Ah ja. Diesmal wird Cerberus uns nicht überraschen. Nee, überhaupt nicht. Wahrscheinlich kommen die hier gleich mit Osterarmee auf und ich bin total überrascht, wie immer eigentlich. Ziemliches Chaos. Viele Kampfsport. Ach. Hat das jeder gehört? Ja, das Funkgerät ist offline. Etwas stört unsere Signale. Toll. Das erklärt, warum keine Funksprüche aus der Anlage kommen. Wie hat dies denn von Ihnen geschafft? Oh, V. Shepard, war das mein Shuttle? Nee, oder? Oh, alles klar. Haben Sie die Heuschrecke gesehen? Hab ich gesehen. Ja, verdammt, das. Da ist es. Jetzt bin ich nicht. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen suboptimal bewaffnet, wa? Was? Ja. Aber können wir hier nicht? Ich kann doch hier. Ja, wenn die sich alle in der. Ich glaube, ich mag Phantome nicht. Oh. Ich sollte mir vielleicht doch ein bisschen mehr. Ja, das Problem ist so ein.
Dann nimmst du einmal. Dann musst du einmal kein Scharfschützengewehr mit und dann sowas, ne? Ach komm, mach mal die Stand. Die, der eigentliche Grund, wofür es ja eigentlich Granaten gibt, ist ja für solche Situationen. Gegner verstecken sich in der Deckung, man möchte irgendwie raustreiben. Aber eigentlich, weil mein Schild lädt sich schneller auf als. Warte mal, mir fällt gerade ein, ich sollte vielleicht mal eine andere Waffe hier in Betracht ziehen. So richtig, Punkte bringt du das aber auch nicht. Mal, kann ich da nicht einfach hochrennen? Ich meine, das ist jetzt ohne Scharfschützengewehr, ist das echt anstrengend, diesen komischen Nemesis da tot zu kriegen. Mal ohne Witz. Aha. Und es sieht so aus, als ob die Reaper sie verfolgt hätten. Höchste Zeit, dass sie sich gegenseitig umbringen. Ja, aber leider ahne ich, dass das eben nicht so ist, ja? Ach, die Tür hätte ich doch schon die ganze Zeit schnappen können, weil ich meine, der Scharfschütze hätte mich unmöglich treffen können. Was? Irgendwo ist das hier streng verboten, aber ich weiß ja nicht so ganz was. Ach. Noch mehr Cerberus. Da drüben bei dem Turm. Dann ist das auch unsere Richtung. Aha. Warum passiert jetzt einfach in dem. Kaum sind wir hier, passiert ja so viel Action oder was? Aha. In der Anlage. Interessant. Ah, gucken wir mal. Oh. Der die haben ja große Bildschirme. Hm. Passiert da noch was? Technologie nicht? Aha. Also irgendwie, also ich vermute einfach mal grob in den Raum, ohne irgendwas zu wissen. Hier holt Cerberus seine Soldaten her. Die werden einfach konditioniert und dann geht's los mit denen. Aha. Oh. Aber wo sind die ganzen Leute, die sie hier gebracht haben? Also ich sehe zumindest ein paar Leichen. Das eins, ja. Die sind ganz schön groß, die Shuttles, so wenn die so abgestürzt vorhin rumliegen. Wir haben genügend Platz für alle, nein. Ja. Aha. Hey, auf mich wird geschossen. Warum wird auf mich geschossen? Ja, einer, um genau zu sein, oder? Ach nee, noch einer. Ja, das Schummgewehr ist schon. Das hätte. Im Nahkampf ist, wenn man das nicht übertreibt mit dem Ding, ist das echt gut, das Sturmgewehr hier. Was? Liegen lassen? Ja, waren jetzt hier die Hyper oder waren das mal wieder irgendwelche tollen, fehlgeschlagenen Experimente? Ich meine, eigentlich durften ja nur die Hyper-Rachen hier haben, oder? Was? Ja, Ausgang, ich hätte erstmal gerne einen Eingang. Also, dein Fernseher sah übrigens ein bisschen aus wie Asari, fand ich. Oh, guck mal, ein Pistolen-Zielfernrohr. Yay, genau das, was ich brauche. Ein Zielfernrohr für die Pistole. Ganz ehrlich, bis auf ein Scharfschützengewehr sind irgendwie Zielfernrohre immer doof. So, kann ich hier? Nee, das sieht nicht so aus. Könnte ich hier irgendwelche Loks abrufen? Ja, ich brauche doch gar keine Munition, Freunde. Ich verschieße doch gar keine. Miranda? Das ist Miranda. Aha, ja, sehr gut. Warte mal, möchte ich aber da hinten nochmal die Tür angucken. Was macht denn Miranda hier? Die hat doch irgendwie mal rumgejammert, warte mal. Na ja gut, so richtig viel zu holen ist ja auch nicht. Also mysteriös hier das alles. Wahrscheinlich kommt sowieso gleich die absolute. Ach hier. Hier spricht Miranda Lawson. Wenn Sie so weit gekommen sind, sind Sie verzweifelt oder dumm. Aha. Hören Sie, das ist kein Flüchtlingslager, sondern eine Cerberus-Anlage unter Leitung meines Vaters. Drehen Sie um. Hier finden Sie keine Hilfe. Die gesamte Kommunikation wird vom Zentralturm aus blockiert. Die Zuflucht ist eine Lüge. Bleiben Sie weg. Aha. Okay. Also, wir haben Cerberus, Reaper und Mirandas Irrenvater. Wie passt das alles zusammen? Ja, ich hätte jetzt auch gerne mal einen Zusammenhang. Ich sehe schon, ich kann mir wahrscheinlich wieder entscheiden, dass hier Miranda wegstirbt oder nicht. Ich würde den nicht gerne am Leben lassen, wenn es geht. Muss ich jetzt schwimmen? Ich mag nicht schwimmen. Ach, Wasserpumpe. Ah, ja, gut. Ein Sicherheitssteuerpult. Schalte es ab. Aha. Was ist das? Eine Wasserpumpe, sieht man doch. Sie mussten etwas verbergen. Aha. Das ist eine Hintertür in die Anlage. Also los. Aha. Da mussten die Wasser drüber machen? Da ist nichts Besseres eingefallen zum Verbergen? Ich meine, da gibt es sicherlich doch bessere Lösungen, als da wiederweise Wasser aufzumachen. Vor allen Dingen, Wasser ist ja normalerweise durchsichtig. Es sei denn, du kippst da was. Die Reaper-Technologie, ganz sicher. Irgendwie hat Cerberus einen Weg gefunden, sie zu benutzen.
Naja, das ist... Das wussten wir ja schon vorher, dass sie die benutzen. Das sieht ihr an diesen paar Rohren, dass das Hypertechnologie ist. Ich meine, das ist, sieht ein bisschen windstetiger aus als alles andere, aber sonst. Weil warum muss man überhaupt, wenn man die Hypertechnologie nachbaut, warum muss man das Design übernehmen? Das ergibt für mich auch keinen Sinn. Das scheint mir auch wie unlogisch zu sein. Vor allem, weil es gar keine Hypertech ist. Die muss ja eigentlich, irgendwann muss es doch mal ein Volk gegeben haben, was die Hyper gebaut hat, oder nicht? Oder haben die Maschinen sich von ganz unten bis ganz oben von alleine gebaut? Noch mehr Munition? Also das Spiel möchte mich in Munition vollschütten, das ist... Es versucht zumindest. Na? Vor allem, was die... Aha. Ja, ich sehe schon, die ganzen Flüchtlinge wurden hier verwurstet. Eine Befehlszentrale sein, aber alles abgeschaltet. Jo. Suchen Sie einen Schalter. Einen Schalter finden, Ah gut, die Rohre sind hier so ein bisschen glitschig und durch... Ja, natürlich die Konsole genau in der Mitte. Jetzt. Aha. Was geht da vor? Ach, da, ich wette, hier kriegen die ihre Soldaten her. Da bin ich mir eigentlich immer noch sehr sicher. Ah nee, die werden verflüssigt. Töten Sie sie einfach? Schlimmer. Ach. Sie werden in Husks verwandelt. Warum machen die sowas? Ja, Cerberus und die Hyper zu kontrollieren. Heißt, ich darf mir gleich jede Menge Kleinzeug niederschießen? Ach, scheiße. Ja, das sind... Obwohl, hast du ja gar nicht so schlecht, die kann ich hier wegzaubern. Hallo. Das haben die mit eigener Technologie hingekriegt? Beeindruckend. Also, das würde zumindest erklären, warum genug Platz für alle war. Ja, los jetzt. Ich denke, wir haben Zeit. Hoffe ich doch mal. Meine, was soll passieren? Das, welche Taste ist die Fähigkeit 5? Die Husk. Ja, das sehe ich ja auch nicht. Wir haben angegriffen, weil dieser Ort eine Bedrohung dargestellt hat. Wir müssen den Grund dafür herausfinden. Der würde mich auch mal interessieren. PDA. Persönlicher PDA. Bestätigung ungeeigneter Materialien der Wiederaufbereitungsanlage zugeführt. Was? Ja, die können Menschen einfach so schnell umwandeln. Beim letzten Mal musste man die noch ziemlich brutal irgendwo aufpieken und dann musste man da so Zeug machen. Das hat eigentlich relativ lange gedauert. Aha. Noch ein Video. Wahrscheinlich von Miranda. Ich schalte die Energieversorgung ab. Dann wird alles abgeriegelt. Sie dürften dann auch nicht reinkommen. Aha. Kai Leng. Sie weiß nicht, dass er hier ist. Miranda Lawson ist früher angekommen als erwartet. Soll ich mich darum kümmern? Nur wenn sie sich in den Weg stellt. Ich will die Forschungsdaten. Beschaffen und raus. Jawohl, Sir. Verdammt. Aha. Los. Das ist anscheinend eine andere Cerberus-Untersektion, weil die haben ja anscheinend ihre Daten gegenseitig nicht. Na toll, Kai Leng. Ja, ich würde den ja locker tot kriegen, wenn er nicht... Ach, hallo, Freunde. Ach, das hat die falsche Fähigkeit. Ja, ganz ehrlich, also vor Husk habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so eine Riesenangst, also... Einfach, weil meine kompletten Fähigkeiten darauf ausgelegt sind, Husk platt zu machen. Diesmal habe ich sogar eine automatische Waffe bei, die es deutlich einfacher macht, einen Zombie zu erschießen. Also wirklich... Okay. Kommt doch! Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Also solange nicht irgendwie gleich 50 kommen oder so, also... Wo die herkam, gibt sicher noch mehr. Ja, ich hoffe nicht. Ich dachte, das Einzige, was ich nicht machen darf, ist einmal die Waffe durchziehen, weil dann ist doof, weil dann geht die wieder stundenlang nicht. Herr Nylaufsen? Aha, machen und... Es ist sehr beruhigend, was die hier für Forschung treiben, also... Ich habe in der letzten Woche die Effizienz der Verarbeitung schrittweise verbessert. Subjekte gibt es genug. Man hat mir gesagt, sie würden vor dem Haupttor Schlange stehen. Oh, oh, oh. Der Betrug ist bedauerlich, muss aber sein. Wir haben wenig Zeit. Aha. Ja, das ist... Das ist ja alles... Echt? So symmetrisch? Kommen die hier raus gleichzeitig? Und das war die falsche Fähigkeit. Warte, das ist jetzt, Moment, da müssen wir jetzt doch mal ein bisschen mehr Fähigkeiten benutzen. Aua, fuck.
Ah, verflucht. Richtig, Reaper-Truppen. Ach, da waren wahrscheinlich auch die dummen Dingsbums dabei, ne? Also hier wissen sie die... Hier muss ich mal anhören. Zack. Ah, das sind die... Warte mal. Aber wenn da die Reaper-Truppen herkommen, was ist denn dann hinter dieser Tür hier? Wo müssen die... Ja, jetzt, schau mal, roll dich da weg, mach diese dumme Tür auf. Okay, die kommen so oder so. Ja, total toll. Okay, jetzt bräuchte ich wieder mein Schaf zu mir. Stell ich fest. Warte mal, hier ist... Also die Banshees finde ich ehrlich gesagt immer noch am bedrohlichsten. Weil die halt echt viel aushalten. Da ist jetzt wiederum die Waffe scheiße, die ich habe. Weil dann kann man... Dann kannst du halt nicht durchziehen. Aua. Ach, das hat mich beim letzten Mal umgebracht. So eine komische... Warte mal, ich werde umgebracht. Ich werde angeschossen. Ja, andere Seite. Aua. Können wir bitte irgendwie mal die Viecher hier umnieten? Ach, wenn die nicht so verflucht viel aushalten würden, ne? Oh, Mann. Seit wann halten mich Medipacks eigentlich nicht mehr voll? Boah, viel zu mobil, die Viecher, ne? Viel zu... Beziehungsweise nicht viel zu mobil. Ja, mobil sind die auch wie Sau, aber vor allen Dingen viel zu schnell. Okay, das war's mit der Waffe. So, das sollte eigentlich reichen, oder? Siehst du, wenn man schnell den Tod braucht, ist die Waffe natürlich auch irgendwie ungeeignet. Wie, noch eine? Schwärmer? Muss ich vor Schwärmer Angst haben? Ich glaube nicht, oder? Machen die überhaupt irgendwas, wenn die wieder an mich herankommen? Komm, jetzt lad hier nach. Danke. Da oben sind ja auch noch welche. Ja, die Marodeure sind zum Glück nicht so dolle. Da kann ich mir schlimmere Gegner vorstellen. Als Marodeure. Ich sollte vielleicht doch trotzdem mal entdecken gehen. Was ist da oben eigentlich? Mann, und ich dachte, ich muss hier nur gegen Hass kämpfen. Die wären schön einfach gewesen, aber nein. Achso, ach du, das ist alles ein Raum. Wahrscheinlich. Ne, warum haben sie es überhaupt hier? Das ist sehr krude gebaut hier. Das ist nicht. Ah ja, die Labors. Waren den Leuten hier bewusst. Das hier vorrühren? Waren den Leuten hier bewusst geworden ist, dass hier ihr Untergang auf sie lauert? Och ne, noch einer. Hallo. Guck doof. Ah, was? Dr. Nuris Arbeit mit dem Subjekt Paul Grayson hat sich als entscheidend für unsere Paul Arbeit Grayson? Erwiesen. Durch die Droge Roter Sand konnte der Wille gebrochen werden. Aber für eine allgemeine Vorgehensweise war das zu unzuverlässig. Wir haben bewiesen, dass Adrenalin und seine speziesabhängigen Äquivalente am effektivsten sind. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das hier bei vollem Betrieb ausgesehen hat. Ich mir auch nicht. Vor allen Dingen, dass Fida mal hinter der Tür macht und was Tolles. Ich glaube, es kommt nicht an mich ran. Bei der Steigerung der Effizienz wurde ein wichtiger Umstand entdeckt. Ja? Die Benutzung von Drachenzähnen zur Herstellung von Husks ist genial. Drachenzähnen? Die Adrenaliten hängen sich an das freigesetzte Adrenalin an, rasen durch den Körper und beschleunigen so die Husk-Umwandlung. Toll! Ein Hoch auf die Forschung! Fuck, Medikit. Ich hätte mal lieber vorher entnehmen sollen, weil ich bin schon bei 8. Geil, nehme ich jetzt, damit ich beim nächsten Kampf voll bin. Das ist ja auch schon mal was. Mal kurz was gucken, ja. Will ich hinter durch die Tür noch durchgehen? Wahrscheinlich nach Informationen suchen. Reaper-Indoktrination untersuchen. Aha. Warum spielen sich die Dinger eigentlich immer teilweise ab, wenn ich denen zu nahe komme? Das ist ja wirklich seltsam hier. Das Terminal ist beschädigt. Moment. Aha. Die Reaper wollten diesen Ort ausschalten. Fragt sich nun warum. Es ergibt keinen Sinn. Ich dachte, Cerberus kommt mit den Reapern aus. Was ist passiert? Ich hab's. Ah, wie Lieber hat's? Um das Störsignal abzuschalten. Ich muss die Information rausschicken. Manche Flüchtlinge werden in Husks verwandelt, andere indoktriniert und zum Unbekannten verfrachtet. Mit dem Rest werden Experimente gemacht. Mein Vater will wohl herausfinden, wie die Indoktrination der Reaper funktioniert. Aha. Flüchtlinge mit Nahrung und Unterkunft anlocken, um sie zu Testsubjekten zu machen. Und wofür? Um sie dann durch den Fleischwolf zu drehen. Sie sagte, die Indoktrinierten wurden an den Unbekannten ausgeliefert. Darüber können wir ihn aufspüren. Toll! Gute Idee. Gut, dann können wir ja gehen. Miranda hat gesagt, sie wollte zum Turm. Dann können wir ja endlich gehen. Das ist ja mal, die alles erreicht hier in diesem Ort, wa?